Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Ja, beim letzten Mal haben wir ja Manus, den Herrscher der Unterwelt, getötet. Oder so. Oder wie auch immer der hieß. Und ja, wir sind jetzt, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, gerade mal bei 7 Toten im DLC. Also das kleinste, was genannt wurde, waren 25. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ihr da diesen Mega-Drachen mitgerechnet habt oder nicht. Aber generell scheine ich mich ja gar nicht mal so schlecht zu schlagen. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal, ob ich den Drachen mache. Es ist ja auch nicht sinnvoll, wenn ich da jetzt stundenlang dran sitze. Weil, wie gesagt, der scheint ja doch ein bisschen mächtiger zu sein. Generell scheinen Drachen ja recht mächtig zu sein. Da ist ja noch der komische auf der Brücke da in unserer Zeit. Der... Alter, geh mir mal nicht so auf den Sack, du blödes Hundevieh hier. Der erschien mir ja auch ziemlich unmöglich. Also ich weiß nicht, ob er unmöglich ist. Ich meine, dahinter ist ein Leuchtfeuer. Das heißt, er ist nicht unmöglich. Aber er erschien mir ziemlich unmöglich. Dementsprechend müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, den könnte man eventuell, wenn ich genug Stärke hätte, könnte man den eventuell ja mit den Drachentöterpfeilen sogar besiegen, denke ich. Und dem Drachentöterbogen. Ich meine, der ist extra fürs Drachentöten gemacht, ne? Da sollte das ja wohl reichen, um so einen Drachen damit runterzuholen. Die Frage ist halt da an der Stelle... Ja, gibt es irgendeinen Ring, der meine Stärke kurzzeitig erhöht, weil ich halt einfach nur 16 habe und keine 20. Generell habt ihr auch geschrieben, ich muss den Typen da irgendwie runterholen. Da bin ich auch noch gespannt, wie und ob das klappt. Also ich denke mal, erstmal sollte ich den Falchion nehmen. Ich denke mal, auch hier wird Kelax Furie im Schwert nicht sonderlich hilfreich sein. Und dann schauen wir mal. Ich guck mal, ob der von alleine runterkommt oder ob man den irgendwie runterholen muss. Mit Pfeil und Bogen. Das Problem ist, dass ich ja wirklich nicht viel Pfeil und Bogen zur Auswahl habe, ne? Kann ich das Zeug hier mitnehmen? Wo bleibt er denn heute? Okay. Ah, da kommt er ja. Gut. Ach, du heilige Kacke, ey. Wo ist er denn? Ach, der kommt... Der macht hier immer seine Runden, oder was? Heißt das, ich muss erstmal hier irgendwie durchlaufen und dann hoffen, dass ich den irgendwo kriege? Der dreht hier scheinbar immer seine Runden und macht hier Feuer. Ja. Kann ich mich hier hinter verstecken? Ja, okay. Wo, wo, wo? Ach, jetzt ist er über mir. Oder was? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Nochmal. Weil ich überlebe sonst nicht, glaube ich. So, was haben wir hier? Gauks großer Pfeil. Na gut. Also ich muss ihn scheinbar irgendwie mit den Pfeilen runterholen. Das ist doch lächerlich. Ich muss ihn irgendwie mit Pfeilen runterholen, habe ich das ganz dumme Gefühl. Dann muss ich jetzt erstmal gucken. Obwohl, warte mal, der Falchion wiegt doch eh weniger. Vielleicht kann ich dann einen Bogen anlegen und es geht trotzdem. Das ist doch bescheuert. Vor allem, ich habe ja nicht mehr viele Pfeile, glaube ich. Kompositbogen, kann ich den tragen? Ja. Ist momentan der stärkste, glaube ich, den wir haben. Also bis auf den Drachentöterbogen. Also den kann ich ja nicht nutzen. Ich kann ja mal kurz gucken. Kann man, glaube ich, gar nicht nutzen, oder? Achso, ich müsste erstmal noch Pfeile reinlegen. Drachentöterpfeile. Also ich meine, ich weiß nicht, kann man damit jetzt nicht schießen, oder? Doch, eigentlich ziemlich gut. Ich bräuchte aber, es verbraucht eine ganze Menge Ausdauer scheinbar, aber ich bräuchte mehr Drachentöterpfeile dafür. Ich weiß gar nicht, ob der die da vorne verkauft, um ehrlich zu sein. Und dann müsste ich mir natürlich gucken, was ich wegen meiner... Oh Gott, das ist ja richtig fett dann. Dann müsste ich gucken, ob ich den einfach per Drachentöterpfeilen runterhole oder so. Und wenn der ganz viele Drachentöterpfeile hat, dann wäre es vielleicht möglich. Das Problem ist, ich habe ja ein paar Seelen noch im Petto im Notfall. Also wenn, dann wäre es natürlich episch, den mit Drachentöterbogen runterzuholen, ne? Ach, Juniper, put some spring.
Nee, hat leider nur normale Pfeile. Na gut, dann können wir den Bogen, glaube ich, vergessen. Also ich vermute mal, der Bogen kann eh nur mit den Drachentöterpfeilen benutzt werden. Dann nehmen wir, was war der zweitbeste? Kompositbogen. Können wir damit ordentlich rollen dann noch? Ja, gut. Schon mal so viel dazu. Wir können aber nicht die Drachentöterpfeile nehmen. Wir haben große Pfeile und Federpfeile. Obwohl, warte, wir hatten noch was anderes gerade. Gauks große Pfeile. Können die damit überhaupt benutzt werden? Oder gehen die nur mit Drachentöterbogen? Ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, die gehen mit Drachentöterbogen. Ja, wir können es ja einfach mal probieren, ne? Muss ich jetzt bloß ein bisschen aufpassen beim Kämpfen, weil ich nicht rollen kann, aber ich muss halt einfach blocken und dann zuhauen. Und damit ich auch ordentlich treffen kann, das Schwert. Gucken wir mal, vielleicht kann ich den mit dem Bogen ja irgendwie runterholen. Es wird wahrscheinlich aber schwer, den zu treffen, denke ich. Es wird wahrscheinlich das Schlimmste an der Sache werden. So, wo ist Hundi Nummer 1? Da vorne kommt er. So, jetzt mache ich ja wieder weniger Schaden, weil mir die drei Menschlichkeit fehlen, die da unten irgendwo rumliegen. Das wäre natürlich noch das Schlimmste, wenn ich die jetzt verliere. Das waren 19.000 Seelen und 3 Menschlichkeit. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich brauche jetzt aber eigentlich nicht mehr viel. Ich meine, wir haben zwar noch nicht ausgeskillt, was ich bräuchte. Ich bräuchte noch ein bisschen Beweglichkeit und noch ein bisschen Vitalität, denke ich. Für zumindest so, wie ich momentan bin. Aber im Endeffekt geht das, denke ich. So. Fetter Bogen. Frage ist, kann ich den vielleicht auch einfach von hier oben treffen? Ich kann mir ja erstmal die Gaukpfeile angucken, fällt mir ein. Großpfeil von Adler, Großpfeil den Adlerauge Gauk, den 4 Rittern von Fürst Quinn für die Drachenjagd benutzte, benötigt Großbogen. Moment, warte mal, wir haben doch aber sogar noch... Da, den Bogenring. Ist der nicht sogar von Gauk? Ja, lasst es uns probieren. So, jetzt müsste ich natürlich vollständig mein ganzes Set ablegen, aber da ich eh eigentlich vorhabe, ihn mit dem Bogen zu bekämpfen... Oh, guckt mal, was da ist. Keine Ahnung, wie ich da rankomme. Wahrscheinlich muss ich mich an der richtigen Stelle runterfallen lassen. So, du blöder Drache. Wo bist du? Ich warte. Vielleicht sollte ich jetzt schon anvisieren. Ich weiß nicht, ob man den ewig halten kann, den Bogen. Das ist das Problem. Ich glaube, das liegt daran, weil mein Scheiß... Weil ich den Bogen nicht richtig nutzen kann, oder? Aber es ging doch gerade. Muss ihn wohl ganz genau abschießen zum richtigen Zeitpunkt. Na, das wird ein Spaß. Mist, nicht getroffen. Probieren wir mal den. Der lief vorhin besser. Den konnte ich zumindest spannen. Ich weiß nicht, ob das einfach jetzt an der Reichweite liegt. Es könnte nämlich auch sein, dass ich noch ein bisschen warten muss, bis ich den überhaupt treffen kann. Moment, das geht ja hier jetzt nicht. Doch, jetzt kann ich aus irgendeinem Grund. Dann warten wir mal, bis er näher kommt. Nö, ich glaube, das kannst du sowas von vergessen. Also mit dem Bogen schaffe ich es zumindest nicht. Ich habe noch einen Pfeil, ich probiere es noch einmal. Vielleicht hätte ich mich einfach vorne hinstellen müssen. Nee,
Da wollte ich den Flügel treffen jetzt, aber okay. Okay, pass auf, dann machen wir erstmal Folgendes. Renn erstmal weg, wie so ein Feigling. Und rüsten den anderen Bogen aus. Und gucken mal, ob wir damit was ausrichten können. Das wird auf jeden Fall, also weiß nicht, irgendwie, ich hätte ihn wahrscheinlich mit den Dingern treffen können. Also ich weiß nicht, ob es einfach an der Reichweite lag, ob man hier auch mit berechnen muss, dass der theoretisch runterfällt nach einer Weile. Ob das einfach daran lag, dass ich den nicht richtig nutzen kann, den Bogen. Naja. Dann nehmen wir doch mal bitte den Kompositbogen mit Pfeilen, großen und Feder. Mal sehen, ob das was wird. Und hier bitte den Falchion. Na, mal schauen, ob das jetzt was wird. Ah, da muss ich ja erst recht warten, bis er bei mir ist, oder? Oh, das reicht trotzdem nicht, merke ich gerade. Ich sollte noch irgendwas wechseln. Gab es da nicht einen leichteren? Reicht das jetzt? Ach nee, Moment, ich hatte ja den anderen Ring noch angelegt, deswegen reicht das nicht, ne? Aber ich muss ja erstmal Treffen üben. Das liegt ja daran, dass ich den anderen Ring noch hatte und nicht den Super Havel-Ring. Ja, okay, jetzt geht's. So, wir gucken einfach mal. Das Problem ist, ich habe auch keine Zauber. Also ich habe nur die Pyromantie halt. Mit der kann man leider nicht viel machen, finde ich. Ich versuche mal nach da vorne zu laufen und ihn irgendwo da vorne zu erwischen. Vielleicht kann ich ihn einfach in die Schlucht hinunterschießen. Aber vielleicht brauche ich auch eh den großen Bogen dafür. Man kann aber auch nicht ausweichen, oder? Geil, damit war es das. Ach, wisst ihr was, das ist mir irgendwie zu doof, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen... Also ich denke, man muss ihn mit dem Bogen runterholen, aber das ist mir, ganz ehrlich, irgendwie ein bisschen zu doof. Also, das ist ja wirklich einmal probieren. Ja, warum soll ich es eigentlich noch einmal probieren? Das ist eigentlich totaler Quark, ne? Ich hole mir mal noch ein paar Pfeile. Aber ich denke, mit so einem normalen Bogen kann man dem sowieso nichts anhaben. Ich bräuchte wahrscheinlich wirklich den Drachentöterbogen. Aber mit dem habe ich es ja jetzt ordentlich versaut. Ich hätte mich vielleicht mit dem Drachentöterbogen einfach weiter vorne hinstellen müssen. Eventuell. Oder hätte ihn einfach treffen müssen. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, dass er dadurch, dass er das Feuer ja hatte, musste ich ja auch schießen, bevor das Feuer mich erreicht. Oh, das war falsch. Ich wollte weiterklicken. Ist das für ein... Großabfall... Ich könnte es auch mit Bolzen probieren, natürlich. Durch ihre große Reichweite sind sie sehr effektiv für Scharfschützen. Ich kann ja erstmal ganz kurz eine Seele in mir schnappen, damit ich hier was kaufen kann. Und dann gucken wir mal. Hat der vielleicht irgendwas anderes noch, was mir in der irgendeiner Weise helfen könnte? Den Köder. Nö, der ganze Rest. Tja, ne? Nehmen wir große Pfeile. So, soll reichen. Hoffen wir, dass die gehen. So, welche Pfeile will ich jetzt darauf? Jetzt habe ich große Pfeile und Federpfeile. Okay. Schauen wir mal. Wie gesagt, das ist jetzt das letzte Mal, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie man den da runterholen soll. Also ich kann mir nur vorstellen, man muss ihn mit dem Bogen runterholen oder mit einer Armbrust oder mit Zaubern. Da ich aber in keinem von den Sachen irgendwie sonderlich gut bin, weil ich es einfach nicht bisher noch nie benutzt habe, gerade den Bogen, bringt das, glaube ich, auch nicht sonderlich viel, das jetzt mehr oder so übelst zu versuchen am Ende, um ehrlich zu sein. Stirb einfach.
Na gut. Cheat. Wie gesagt, also man kann ihn wahrscheinlich besiegen, man kann ja irgendwie jeden Gegner besiegen, aber ich denke, mit Magie ist es wahrscheinlich ordentlich einfacher, oder? Kann ich mir persönlich nur vorstellen, dass es mit Magie halt wirklich easy ist. Also nicht easy, aber wesentlich einfacher. Als reiner Nahkämpfer, was ich ja bin, nun mal. So, hier konnte man sich doch irgendwo runterfallen lassen. Komm, komm, komm. Jetzt haben wir wenigstens das noch. Kann ich nicht von hier auf ihn warten und ihn angreifen? Muss ich echt runter? Ist doch kacke. Kommst du jetzt nicht? Blöder Feigling. Hier, wo ich mich dein Feuer nicht erreichen kann, weil es irgendwie nur über dem Boden ist. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine einfache Strategie, aber... Also ich sag mal ganz ehrlich, mit einem normalen Pfeil werde ich den ja erst recht nicht kriegen. Ey, warum schießt du nicht, Junge? Nee, Leute, sorry, aber das ist mir irgendwie zu doof. Ganz ehrlich. Das kann man machen, wenn man das drauf hat, glaube ich, aber da ich es noch nie gemacht habe. Und ich will es jetzt auch nicht an dem hier üben. Also ich meine, es ist, was heißt nicht drauf haben? Theoretisch kann ich mit einem Bogen umgehen. Ich meine, es ist ja das gleiche wie in allen möglichen anderen Spielen, aber es ist ein bisschen anders. Man muss zum Zielen hier nur einmal die Taste drücken, habe ich gemerkt. Das ist, obwohl, weißt du was, wir haben eh noch Zeit in der Folge. Ich weiß, in der Folge passiert jetzt nichts, aber ich will es wenigstens probieren. Ich probiere mal ein bisschen, ich kann ja mal ein bisschen üben mit den Scheißdingern. So, und hier kann man... Ja, aber warum... Ach so, ich darf mich nicht bewegen dabei, ne? Ansonsten steckt er den Pfeil wieder weg. Ach so. Ach, das ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. Weil normalerweise, also in... Eigentlich in allen anderen Spielen, die ich gespielt habe, kann man sich währenddessen mit seinem Bogen auch ein bisschen bewegen, um sich noch in... Zwar nicht schneller, aber... Also nicht genauso schnell, aber wenigstens ein bisschen, sodass man sich ein bisschen in die entsprechende Situation bringen kann, finde ich. Das finde ich ein bisschen besser. Das war schon mal voll daneben. Muss ich denn so weit nach rechts? Gut, dass das mal überhaupt keinen Schaden macht. Und den... Das Ding wechseln, das Ding wechseln. Also, wenn ich schon an dem Vieh keinen Schaden mache, dann weiß ich nicht, wie das mit dem Drachen werden soll, um ehrlich zu sein. Also, es kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Drachen funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber naja. Also ich meine, es muss ihm ja wahrscheinlich auch Schaden machen, damit ich ihn überhaupt runterkriege, ne? Naja, wir probieren es noch einmal jetzt. Aber ich habe jetzt keine wirkliche Hoffnung da, ehrlich gesagt, mehr. Ja, und die habe ich nicht mehr. Na gut. Vielleicht gibt es eine bestimmte Stelle, von wo man ihn... Vielleicht muss man ihn wirklich da, wo er anfängt, einmal beschießen. Das Problem ist bloß, dass ich ja kaum dahin komme, ohne dass ich ja schon sterbe. Ein bisschen kacke. Ich versuche mal da vorzukommen. So, hier kann man sich ganz kurz in Sicherheit bringen vor der ersten Welle. So, aber jetzt kommt die Welle zurück und da schafft man es nicht mehr. Aber Moment, eventuell, wenn ich ganz schnell hin und her gehe, müsste es klappen, ne? Hier warten und dann, na gut, aber ist jetzt egal, so. So, jetzt stelle ich mich hier an die Klippe. Da kommt er. Ne. Also ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt getroffen habe, um ehrlich zu sein. Aber wahrscheinlich macht es ihm einfach keinen Schaden. Nee, wisst ihr was, sorry, aber... Das ist mir dann irgendwie zu doof. Ich meine, es bringt ja jetzt auch nichts. Und das Problem ist, das ist so ein Boss. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da kann ich wahrscheinlich noch 10 Stunden sitzen und ich schaffe den einfach nicht. Weil...
man muss irgendwie ihn erstmal mit dem Bogen runterkriegen. Das ist nicht so eine Sache, man kann sein Pattern lernen oder man muss ein bisschen ja schnell sein oder also schnell rumrollen wie bei anderen Bossen, wie beispielsweise bei Artorias oder so. Es ist einfach, du musst den Pfeil treffen und dann musst du noch hoffen, dass er wahrscheinlich Schaden macht, damit das Vieh überhaupt runterkommt. Dann kannst du ihn wahrscheinlich ein paar Mal angreifen, wenn überhaupt. Dann steigt er wahrscheinlich irgendwann wieder hoch, dann musst du ihn wieder treffen und gleichzeitig musst du aber aufpassen, dass du nicht zu sehr von seinem Feuer getroffen wirst, weil wenn du Pech hast, bist du da sofort tot. Also muss ich sagen, macht mir persönlich keinen Spaß. Werdet ihr sicher auch verstehen. Dementsprechend machen wir hier an der Stelle jetzt Schluss und ja, machen uns raus aus dem DLC. Also wie gesagt, tut mir leid, es sei denn, ihr sagt mir jetzt noch den Hinweis, wie man das Vieh besiegen kann, dann mache ich das vielleicht noch, aber in der nächsten Folge werden wir nochmal was anderes machen, was ich eventuell noch machen wollte, aber dazu dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.